Hä? Will uns das Lied irgendwas sagen? Wie, also wie kommt es? Also, das, also, ich meine, woher, also warum das, jetzt kommt eins meiner Lieblingsformate auf Twitch. Tatsächlich. Eins meiner Lieblingsformate auf Twitch und ich bin froh, dass Tinker dabei ist. Sie hat zwei. Aber ich möchte runter, bitte. Alles in diesem Internet treibt sich auf dieser Plattform rum. Dieses Internet. Und stellt Fragen, welche beantwortet werden müssen. Ich habe das bisher immer alleine vorgelesen und beantwortet. Und jetzt sind wir zwei. Yes. Ich würde sagen, ich stelle dir eine Frage und du beantwortest sie mir, ohne die Antworten zu lesen. Und du stellst mir eine Frage und ich werde sie dir beantworten. Du darfst dir jetzt eine Frage aussuchen und ich werde sie dir oder dem Chat diese Frage beantworten. Ich hätte gern die Frage da links unten. Die hier? Ja. Da darfst du sie vorlesen. Ich hatte gestern ein Date mit einem Mann. Es war unser erstes. Es ist mir so peinlich, was passiert ist. Wir haben uns geküsst und ich bin andauernd an seine Zähne gekommen. Mir ist das noch nie passiert. Woran liegt das? Ich glaube, er fand es nicht so gut. Habe Angst, er will mich nicht wiedersehen oder er denkt, ich kann nicht küssen. Wie vermeide ich das beim nächsten Mal? Hatte ich den Mund zu weit offen oder er? Liebe Shanti, es ist vollkommen normal, dass sich beim Küssen deine Zähne berühren. Denn der leidenschaftliche Kuss entspringt der Tierwelt. Was ist das für eine behinderte Frage? Holy fucking shit, Alter. I don't know. Vielleicht sind die auch beim ersten Kuss so ganz fest aufeinander zugerannt und haben sich dann irgendwie... Okay, ich hätte dir eine Frage stellen. Valentinstagsgeschenk für einen Mann. Hallo, mein Freund will mir etwas zum Valentinstag schenken und ich will natürlich auch nicht so leer da stehen. Was könnte ich ihm schenken? Jetzt kommt nicht mit SX oder sowas, XC. Das habe ich sofort, das steht da. Also, die schlaue Frau... Jetzt kommt nicht mit SX oder sowas, XD. Okay, Alter. Ja? Ja. Okay. Jetzt nicht mit SX kommen oder so. XD. Da es ja sehr viele Männer gibt, die nicht sagen können, oh Schatz, das finde ich richtig kacke, sondern sich hinstellen und sagen, ah, ist das schön. Sei schlau. Schenk ihm was, was dich aus der Affäre zieht. Also Schlo zum Beispiel würde nicht sagen, Schatz, boah, ist das mega kacke, sondern, ah, das ist ja super, jetzt muss ich es auch verwenden. Bügeleisen zum Beispiel. Bedeutet für mich, ich muss nicht bügeln. Er macht das, weil er sich denkt, fuck, ich muss das Geschenk auch nutzen. Oder einen neuen Spülschwamm. Oder einen Staubsauger. Vielleicht mache ich das tatsächlich. Vielleicht schenke ich dir einen Spülschwamm und du sitzt da und denkst dir, hast du jemals abgespült in deinem Leben? Nein, wofür habe ich denn eine Frau? Jetzt kommen die ganzen Emanzen gleich wieder mit Fackeln. Ja! Freund legt seine Arme um mich. Ja, also ein Freund von mir hat mich eigentlich immer nur zum Geburtstag und Neujahr... Sowas halt umarmt. Sowas halt umarmt. Da ist kein Punkt und kein Komma in dem ganzen Ding. Aber jetzt macht er das plötzlich auch einfach, wenn wir uns verabschieden. Also wir sehen uns jetzt auch nicht selten oder so, aber das macht er jetzt erst nach 3 Jahren. Warum macht er das plötzlich und umarmt man nur Menschen, bei denen man sich wohlfühlt. Oh, Schön ist auch die Antwort, man sollte nur Menschen umarmen, bei denen man sich wohlfühlt. Sonst fühlt es sich ja auch für dich falsch an. Also ich drücke eigentlich jeden auf der Gamescom, weil ich das irgendwie schöner finde als die Hand geben. Also ich drücke immer alle. Oder wir machen auf der Gamescom zur Begrüßung alle den hier. Komplett verschissen. Moin, an Silvester habe ich einem Mädchen gesagt, dass ich sie liebe. Soweit so gut. Nur wir sehen uns halt jeden Tag und sie hat ohne Kommentar einfach den Kontakt abgebrochen und redet kein Wort mit mir. Vielleicht kann mir jemand Tipps geben, was ich machen kann, falls ich da überhaupt was machen kann. Hast du Tipps?
Was ist denn das für eine olle brüde Kuh, die deswegen den Kontakt abbricht? Ich meine, sag doch einfach, sorry, ich mag dich irgendwie. Die haben ja anscheinend ich find's aber halt auch einfach, also warum erzählst du einem einfach an Silvester, mit dem du nicht zusammen bist? Ey, übrigens, ich liebe dich voll. Ja, dass ich liebe dich ist auch wieder übertrieben. Wahrscheinlich hätte ihr sagen können, so hey, ich habe mich in dich verliebt oder so, aber der ist wahrscheinlich 14 und hat gedacht, das ist die wahre Liebe. Weiß ich nicht, da steht kein Alter dabei. Ja, aber ich finde auch, den Kontakt abbrechen? Was ist denn los mit dir? Mit 33 erst eine kurze Beziehung. Schlimm, Fragezeichen. Ja, sehr. Hungernot wird ausbrechen. Scroll mal hoch. Kann ein Mädchen zwischen 12 und 14 sexuell schon über sich selbst bestimmen? Um Himmels Willen, wer soll denn sonst über dich bestimmen? FBI, open up! Was ist das für eine Frage oder verstehe ich die falsch? Denkt ihr, man hat als 16-Jährige bei einem 27- bis 28-Jährigen Chancen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auf keinen Fall, niemals. Geh aus dem Internet raus und ignoriere alle Antworten, die du bekommst. Warum bin ich so eifersüchtig? Warum? Viel besser finde ich Hilfe. Ich werde nicht mehr erregt. Ich bin 14 und weiß nicht, was zurzeit mit dir los ist. Oh. Es war nicht so. Darf ich mit ihr was anfangen, wenn sie 14 ist und ich 18? Alter, lass doch die Finger von Kindern, du gottverdammte Scheiß-Internet! Das ist unfassbar! Meine Fresse! Da hatte ich mal, das ist jetzt wieder Real Talk, da bin ich mal bei einem Kumpel gewesen, einer meiner besten Freunde, da war ich 14, glaube ich. Und seine Zwillingsschwester war, also er war auch 14 und seine Zwillingsschwester war demnach auch 14. Und dann schleppte die einen fast 30-jährigen Typen mit nach Hause, der saß am Frühstückstisch und ich habe da gepennt und ich denke so, ey, wo kommt der Mann her? Ja? Und da war das also ihr Freund. Und für mich als damals 14-Jähriger war das unverständlich schon, ja, sodass, also, aber da saß die Mutti mit am Tisch, da saß der Vati mit am Tisch und das ist ja ein Netter, den du mit nach Hause gebracht hast, Kind. Achso, nee, ich hab's falsch gelesen. Ich hab gerade kurz gelesen, ab wann schützt die Antibabypille, wenn ich sie einmal im Monat nehme und ich denk, aber das stand einen Monat lang nehme. Und ich denke, okay. Mädchen macht sich an meinen Freund ran. Was tun? Box sie weg. Einfach eine Bombe geben. Ich schwöre, einfach eine Bombe, sodass dein Faust noch blutet. Dann kannst du einen Kamerad... Lassen wir das. So, bis gleich. Ich habe seit 3 Monaten eine neue Freundin, 24, und ich 25, in die ich 25 sehr verliebt bin und sie in mich. Sie ist ein wunderbarer Mensch und sehr fürsorglich und warm. Mein Problem ist, ich habe sehr große Schwierigkeiten, ihre Vergangenheit und ihre Wirkung dieser auf ihre Gegenwart zu akzeptieren. Bevor sie mich kannte, hatte sie Sex mit ca. 100 Männern. Mit 24! Und Erfahrungen in Prostitution. Sie hatte Sex mit Fremden, Bekannteren und sehr vielen Menschen aus ihrer Umgebung. Vergangenheit ist Vergangenheit, auf die Gegenwart kommt es an. Ja, das Einzige, was mich eventuell stören würde, wäre, wenn mein Partner ständig über seine Ex-Partner spricht, da würde ich mal sagen, sag mal, können wir das Thema lassen? Darum geht's ja, am Ende. Nee, aber auch darum, dass er, wenn er diese Männer kennt, ja und? Also, wenn du meinen Ex kennenlernen würdest, wäre das Erste und Einzige, was dir im Kopf rumschwirrt, die hatten mal Sex? Nein, da gibt's wieder andere Dinge. Nein, also auch nicht, wenn ich deinen Ex-Ex kennenlernen würde oder Ex-Ex-Ex kennenlernen würde. Aber wenn wir einen Bekanntenkreis hätten, bestehend aus 100 Leuten und du hättest mit all diesen Leuten geschlafen, dann wäre das für mich tatsächlich merkwürdig. Weil ich dann den Eindruck hätte, meine Freundin ist die Dorfmatratze des Bekanntenkreises. Finde ich halt affig. Wenn es dein Kumpel wäre, der mit 100 Frauen geschlafen hätte? Ja, würde ich das genauso verwerflich finden. Echt? Ja. Du, ich kenne dich und das würdest du nicht. Und bei deinem Kumpel wärst du so, okay, es ist ein Mann. Und der Mann hat mit 100 Frauen geschlafen. Geil, Bro. So, jetzt machen wir die 101. Es ist wirklich, es ist typisch. Es ist so typisch. Als Frau bist du die Dorfmatratze und als Mann bist du der coole Hecht. Da haben wir das alte Thema wieder. Habe ich nie gesagt. Mhm. Vielleicht fühle ich mich ein bisschen ertappt. Wie gebe ich einem Typen einen Korb? Es ist so gut, dass wir einfach nur gut befreundet sind und zwischen uns beiden nie wirklich was laufen wird. Das war du nicht bist wie ein kleiner Bruder für mich. Das war nicht dein erster Korb von mir. What the WTF, hell? Alter. Ah, da sind wir wieder beim alten Thema. FBI, open up!
Ich hab doch gar nicht vorgelesen. Ich hab's nicht vorgelesen. Like a real love, but it goes so fast. All tied up, like a